Hören, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Falls ihr neu hier seid, hi, ich bin Biene und auf meinem Kanal geht es um Bücher und Lesen im weitesten Sinne. Und ich hatte euch vor einer ganzen Weile mal gefragt bei Instagram, was denn eurer Meinung nach in ein TBR-Jar gehört. Und da habe ich auf jeden Fall einige Antworten bekommen und habe die auch alle über die Zeit gesammelt, habe auch selber überlegt, was macht da Sinn, was passt auch zu den Büchern, die ich irgendwie da habe. Und jetzt habe ich mir das alles nochmal in schönerer Schrift zusammengebastelt, ausgedruckt und fleißig gefaltet. Und hier ist es, mein TBR-Jar. Ich habe auch extra ein kleineres Glas genommen und ich bin ganz froh, dass das einigermaßen voll geworden ist. Und ich habe vor, heute 5 Zettel zu ziehen und da stehen so ganz verschiedene Sachen drauf, wie zum Beispiel wähle ein Young Adult Buch, wähle ein Buch mit einem weißen Cover, wähle ein Buch, was auf Platz 28 ist in deiner Rido-TBR-Liste und so weiter. Und dann werde ich passend zu diesem Zettel also ein Buch auswählen von meinem Subwagen, der seit meinem letzten Sub-Video nur gewachsen ist. Naja, aber dafür gibt es jetzt das TBR-Jar, um da weiter dran zu arbeiten und das abzubauen. Und genau, ich habe vor, 5 Zettel zu ziehen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, jetzt innerhalb von einem Monat die Bücher zu lesen. Ich glaube, ich nehme mir vorsichtshalber vielleicht einfach 2 Monate Zeit. Ich habe auf jeden Fall so ein bisschen Lust auf gewisse Bücher in nächster Zeit, gerade auch was jetzt die Urlaubszeit angeht. Und falls ich die jetzt mit den Zetteln quasi nicht so ganz erziehen kann, dann werde ich die wahrscheinlich trotzdem lesen und dann wird das einfach ein bisschen länger dauern. Genau, aber ich will gar nicht so viel quatschen und lege einfach mal los und ziehe den allerersten Zettel. Und ich bin echt aufgeregt. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin echt aufgeregt. Ich habe die gerade erst alle gefaltet und jetzt geht's los. So, ich habe hier schon mal die Liste mit meinen ungelesenen Büchern offen. Ich schüttel das nochmal gut. Okay. Ich öffne das mal für euch zuerst. Ah, ja. Okay, eine 5-Sterne-Vermutung. Okay, das ermöglicht mir auf jeden Fall Bücher zu wählen, die ich gerade sowieso vorhabe zu lesen. Ah, sehr gut. Also die stehen schon mal auf jeden Fall zur Auswahl. Ich entscheide mich zwischen diesen beiden Büchern. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob das 5 Sterne wird. Ich gehe mit Abby Jimenez. Just for the Summer. Das wird also mein erstes ausgewähltes Buch für die Kategorie eine 5-Sterne-Vermutung. So, Emily kommt erstmal wieder zurück. Alright, weiter geht's. Buch Nummer 2. Okay. Ist das richtig? Ja. Ein neu gekauftes Buch. Okay. Ich habe ein bisschen viel Buch geshoppt in letzter Zeit. Okay, ich sammle mal zusammen, was da passt. Okay, wir schränken es mal ein auf Bücher, die ich jetzt bis zurückliegend Anfang Mai gekauft habe. Die stehen zur Auswahl. Noch relativ neu gekauft habe ich Archer's Voice, dann auch in Berlin gekauft Check and Mate, dann in London geholt Blue Sisters und wenn ich danach gehe, was wirklich das absolut allerneueste gekaufte Buch ist, dann ist es 7 Sommer. Das habe ich gerade gestern gekauft. Puh. Okay, ich glaube, meine absolut engste Auswahl hier gerade sind die beiden Bücher. Nicht einfach. Okay, ich nehme es so gut wie wortwörtlich und gehe mit 7 Sommer von Paige Toon. Gerade gestern gekauft im Thalia. Das wird also mein zweites Buch. Dann schnell wieder aufräumen. Okay, ready für Buch Nummer 3. 5 wollte ich schon sagen. Ready für Buch Nummer 3.
Ein Buch mit einem weißen Cover. Da würde ja tatsächlich auch Blue Sisters wieder passen. Da ist schon auf jeden Fall viel weiß im Cover. Auch Powerful von Lauren Roberts. Ich weiß nicht, ob ich gerade so in der Fantasy-Mode bin. Okay, ist das eher weiß oder ist das eher blau? Zur Auswahl steht nochmal Cocomelas Blue Sister. Dann Powerful, der zweite oder die Novella zwischen Powerless und Reckless von Lauren Roberts. Und der zweite Band von Rebecca Ross. Der erste war ja Divine Rivals, der zweite ist Ruthless Woes. Zwischen den beiden entscheide ich. Ich gehe mit Blue Sisters. Also zum Thema. Genau, ein Buch mit einem weißen Cover wird es. Blue Sisters von Cocomelas. Zeit fürs vierte Buch. Vielleicht nehme ich mal was vom Rand. Okay, neuer Autor, neue Autorin. Also ein Buch von einem Autor, Autorin, von dem oder der ich noch nichts gelesen habe. Ja. Okay, ich habe einen Favorit. Ja, und zwar von Annabel Monaghan habe ich auf meinem Kindle bereits die beiden Bücher Nora Goes Off Script und Same Time Next Summer. Und jetzt hat sie auch schon ein drittes Buch rausgebracht und ich denke mir, ich muss sie endlich lesen, weil die Bücher kommen, glaube ich, super an und ich habe riesig Lust, endlich mal was davon zu lesen. Also ich gehe mit Annabel Monaghan und wähle Nora Goes Off Script. Kann ich jetzt nicht hochhalten, habe ich nur auf dem Kindle. Das also zu Buch 4 Nora Goes Off Script von Annabel Monaghan zum Thema neue Autoren. Und dann komme ich schon zum fünften Zettel, zum fünften Buch. Also bisher ist es ein ziemlich guter Sommer-TBR und ich konnte, glaube ich, einige Bücher erhaschen, auf die ich auch echt dolle Lust habe gerade. Buch 5, okay. Ich habe ja echt Bock, noch irgendwie Funny Story zu ziehen, wirklich. Also drück die Daumen, dass es passt. Ah! Okay, perfekt. Ein Buch mit mindestens zwei Personen auf dem Cover. Okay. Es gibt viele, glaube ich, zur Auswahl, aber dann nehme ich doch Funny Story. Okay, so ein TBR-Genre macht irgendwie ganz viel Spaß, muss ich sagen. Also ich freue mich sehr, 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 sehr über diesen TBR-Stapel, den ich jetzt gezogen habe. Zieh noch ein sechstes. Jetzt bin ich gerade so drin. Doch, ich zieh noch einen Zettel. Okay, ich mach noch ein sechstes Buch. Ich hoffe, ich fordere mein Glück nicht heraus. Ein Buch mit Blumen auf dem Cover. Okay. Wir hätten Saving Six. Wir hätten Archer's Voice. Die sind hier so schön golden verziert. Wir hätten Belladonna. Und Forget Me Not. Flawless, also hier so ganz klein, eine kleine Blume. Things We Never Get Over. Alles klar, also Blume auf dem Cover. Und ich glaube, oh, schwierig. Oh, schwierig. Ich gehe mit Julie Soto, Forget Me Not. Zieh mir noch einen. Okay, ich sage einfach, das ist mein TBR für die nächsten zwei Monate. Das ist einfach mein kompletter Sommer-TBR. So machen wir das. Okay, wir ziehen noch ein Buch. Ich ziehe noch ein Buch.
das letzte Buch. Ein Fantasy-Buch, okay. Sommerzeit ist ja nicht ganz so meine Fantasy-Zeit. Also auch hier nochmal. Ich könnte mit Powerful weitermachen oder anfangs The Serpent and the Wings zu lesen. Wonder Window. Ich könnte natürlich auch in der Throne of Glass-Reihe weiterlesen. Oder ein Buch mit etwas weniger Fantasy-Anteil, aber ich glaube, hier kommen, wenn ich mich nicht irre, Vampire drin vor. Das spielt zumindest auch im Sommer. Das würde also als Sommerbuch doch nochmal ganz gut passen. Ja, ich glaube, ich nehme das noch dazu. Und damit haben wir den Stapel komplett. Ja, worum geht es in den ausgewählten Büchern? Ich habe einmal Abby Jimenez, Just for the Summer. Hier geht es um Emma und um Justin. Und beide haben so ein bisschen den gleichen Fluch. Und zwar, immer wenn sie jemanden daten, findet diese Person danach die große Liebe und heiratet oder whatever. Und sie lernen sich übers Internet kennen und merken halt, dass sie den gleichen Fluch haben und beschließen, hey, vielleicht können wir diesen Fluch irgendwie aufheben, indem wir uns gemeinsam daten. Vielleicht bringt das dann irgendwas. Und das machen sie dann auch und verstehen sich wahrscheinlich besser als gedacht. Da Emma aber als reisende Krankenschwester oder irgendwie sowas arbeitet, ist sie nur für 6 Wochen dort vor Ort, weshalb bestimmt das Buch auch Just for the Summer heißt. Ich höre an sich echt nur gute Sachen darüber. Es soll auch einige tiefere Themen ansprechen, also ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ist, glaube ich, wirklich eine kleine 5-Sterne-Vermutung. Das Buch ist soweit allerdings nur auf Englisch draußen, auf Deutsch glaube ich leider noch nicht. Dann habe ich als nächstes als neu gekauftes Buch das allerneueste gekaufte Buch gewählt, gerade gestern erst gekauft, von Pagetoon 7 Sommer. Gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Ich habe mal die deutsche Variante gewählt. Und hier geht es um 2 große Liebesgeschichten, eine unmögliche Wahl. Also es geht um Liv und Finn, die sich eben vor 6 Sommern kennengelernt haben und da zusammen in einer Bar oder so gearbeitet haben. Und irgendwie jedes Jahr wieder da zusammenkommen und den Sommer halt zusammen verbringen. Und jetzt in diesem aktuellen Sommer lernt Liv aber noch jemand Neues kennen, und zwar Tom. Und dem Titel zu entnehmen oder der Unterschrift gehe ich mal davon aus, dass sich auch da irgendwie eine ziemliche Liebesgeschichte entwickelt und sie sich irgendwie entscheiden muss. Auch hier hat das Buch sowohl im Deutschen als auch im Englischen wahnsinnig gute Bewertungen und ich freue mich richtig dolle drauf, das irgendwie im Urlaub am Strand, am See, im Park, wo auch immer jetzt zu lesen. Dann von Coco Mellas Blue Sisters, wofür ich ja extra in London war. Ich freue mich richtig dolle auf dieses Buch. Ich glaube, das ist mal ein etwas ernsteres Buch. Es geht hier um 4 Schwestern, die auch alle so ein bisschen verstreut sind in der Welt. Also die eine lebt als Anwältin in London, die andere ist Boxerin in L.A. und die andere wiederum ist Model in Paris. Und die 4. Schwester ist leider verstorben, weshalb alle Schwestern wieder zusammenkommen und sich so ein bisschen mit sich, mit der Familie und dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Und Coco Mellas hat auch in der Lesung gesagt, dass es ein bisschen unrealistisch wäre, wenn am Ende alles in einem riesengroßen Happy End für alle endet, aber sie hat gesagt, zumindest eine der Schwestern erhält ihr eigenes kleines persönliches Happy End und ich bin wirklich richtig dolle gespannt auf diese Geschichte. Das Buch ist soweit erstmal nur auf Englisch draußen, wird aber im Herbst, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr auch auf Deutsch erscheinen. Dann ein Buch von Susan Young in Nightfall. Ich habe es mir eigentlich schon letztes Jahr in Amerika, in Portland gekauft und hatte vor, es eigentlich zur Halloween-Zeit zu lesen. Hab dann aber auch mitbekommen, das Buch spielt eigentlich im Sommer, in den Sommerferien und deswegen war es auch gar nicht schlimm, dass ich es damals nicht geschafft habe und mir noch ein bisschen aufgehoben habe. Hier geht es um die Geschwister Theo und Marco. Die beiden werden von ihren Eltern bestraft und müssen den Sommer anstatt im sonnigen Arizona nun im verregneten Oregon bei ihrer Großmutter verbringen. Die Großmutter sagt schon irgendwie so Sachen wie, ja, aber ihr müsst echt aufpassen, ihr dürft abends im Dunkeln dürft ihr nicht mehr draußen sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden sich da nicht so ganz dran halten werden. Und irgendwie spielen ja auch Vampire eine Rolle, soweit ich das richtig verstanden habe. Deswegen habe ich das als, lasse ich das mal noch als Fantasy-Buch gelten, weil ich glaube, das ist ja zumindest ein Fantasy-Aspekt. Ich bin echt gespannt, dadurch, dass es ja im Sommer spielt, glaube ich, passt das irgendwie auch ganz gut und ist irgendwie auch eine ganz witzige Abwechslung zu den anderen Büchern. Und ich liebe, liebe, liebe dieses wunderschöne Cover. Und dann habe ich von Julie Soto, Forget Me Not. Das Buch gibt es auf jeden Fall auch schon auf Deutsch. Ich blende euch hier mal das Cover ein. Und hier geht es um Emma und um Elliot. Und die beiden hatten mal was miteinander. Das hat dann aber irgendwie nicht geklappt. Oder ich glaube, Emma hat das irgendwie beendet. Aber sie ist als Hochzeitplanerin aktiv und er ist, glaube ich, Florist.
Und die beiden treffen nun auf eine Hochzeit wieder aufeinander, weil er quasi die Blumen für diese Hochzeit stellt. Und wenn ich mich richtig erinnere, geht diese Hochzeit irgendwie gerade ganz schön den Bach runter. Und es ist ein bisschen die Aufgabe der beiden, diese Hochzeit irgendwie zu retten. Und dadurch sind sie halt gezwungenermaßen wieder zusammengeworfen und müssen miteinander klarkommen und vielleicht auch ihre Vergangenheit wieder aufarbeiten. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin gespannt auf diese Romance-Story. Auf jeden Fall gefällt mir auch hier das Cover richtig gut. Finde ich sehr schön. Und ebenfalls ausgewählt habe ich Emily Henrys neuestes Buch, Funny Story. Das ist auch schon auf Deutsch draußen. Kam eigentlich, glaube ich, zeitgleich mit der englischen Variante raus. Und hier geht es um die beiden, Daphne und Miles. Die wurden beide gerade verlassen, weil ihre Ex-Partner zusammengefunden haben. Ich glaube auch relativ kurz vor der Hochzeit von Daphne. Ja, Daphne muss erstmal sofort irgendwie auch zu Hause ausziehen und zieht dann einfach zu Miles. Der wurde ja auch gerade verlassen. Und wenn ich mich richtig erinnere, geht es da auch ein bisschen um Fake-Dating. Und die beiden müssen wahrscheinlich erstmal das Verlassenwerden irgendwie verarbeiten. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was Emily Henry hier bereithält. Und in Nora Goes Off Script geht es um Nora. Nora ist in ihren 30ern, ist bereits geschieden, hat 2 Kinder und hat ein relativ erfolgreiches Buch geschrieben, was jetzt verfilmt wird. Und als Filmlocation nutzen sie irgendwie ihr Haus, also ihr Grundstück, wo das dann verfilmt wird. Und der Hauptdarsteller, der männliche Hauptdarsteller für diesen Film, der hat, glaube ich, gerade so eine kleine Krise in seinem Leben und bleibt einfach bei ihr auf dem Grundstück und sagt, ey, ich bezahle dir Geld dafür, dass ich einfach hier noch ein bisschen länger bleiben kann. Und darauf lässt sie sich dann ein und dann bin ich gespannt, wo das hinführt. Okay, also aus meiner Sorge, 5 Bücher könnten zu viel sein für den Sommer, sind jetzt 7 Stück geworden. 6 habe ich als Bücher hier und 1 habe ich noch auf meinem Kindle. Und hier sind die Zettelchen dazu. Und also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diesen Stapel. Lasst mich also gerne mal wissen, was euer TBR für den Sommer ist, was ihr gerne lesen möchtet im Sommer. Und dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.